Du hast eine Ausbildung absolviert, beziehungsweise bist gerade in den Endzügen deiner Ausbildung und möchtest nach der Ausbildung BWL studieren. Dann ist dieses Video optimal für dich, denn ich werde dir jetzt ganz genau sagen, auf was du achten solltest, damit du das Studium auch in vollen Zügen ausnutzen kannst, um dich mit dem Studium für eine spätere Karriere bestmöglich aufzustellen. Bei uns im Elite-Coaching gibt es ziemlich viele inzwischen, die entweder allgemein vor dem Studium eine Ausbildung gemacht haben oder gerade in dieser Transition-Phase sind zwischen Ausbildung und Studium. Deshalb bekomme ich sehr gut mit, was da, sage ich mal, für Probleme auftreten können, beziehungsweise ich bekomme es auch mit von Leuten, die quasi nach einer Ausbildung diese Probleme, die ich heute ansprechen werde, nicht beachtet haben und es dementsprechend jetzt gerade ein bisschen schwerer haben, sozusagen. Also, das Erste, was du dir sozusagen auf jeden Fall überlegen solltest, ist, wo du BWL bzw. Wirtschaftswissenschaften, egal was, studieren wirst. Ich habe es in vielen anderen Videos gesagt, ich möchte an dieser Stelle einfach nur noch einmal betonen, es ist für gewisse Berufe, insbesondere für Karrieren in Investmentbanking, in Strategieberatung, Private Equity, aber auch für Managementpositionen in großen Konzernen oder in High-Growth-Startups, wichtig, dass du an Unis oder Hochschulen studierst, die einen gewissen Ruf genießen in Deutschland. Da habe ich auch ein Video gemacht, welche das denn in erster Linie sind. Und da musst du jetzt eben einfach ein bisschen gucken. A, was du allgemein für eine Hochschulzugangsberechtigung hast und natürlich auch was für eine Note und wie viel Wartesemester du hast. Weil diese drei Punkte, die zählen da immer rein in der Regel, wo du studieren wirst. Beispielsweise kann das sein, dass du nur, ich sage in Anführungszeichen nur, ist absolut keine Wertung, nur eine Fachhochschulreife gemacht hast und nicht die allgemeine Hochschulreife. Mit einer Fachhochschulreife kannst du quasi nicht an jeder Universität studieren. Was da eine attraktive Möglichkeit ist, ist beispielsweise zum Beispiel die Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Da kann man Stand heute, Stand meines Wissens, auch mit einer Fachhochschulreife beispielsweise studieren. Oder sind viele der Privatunis, wie beispielsweise die Frankfurt School, die WHU, all die achten nicht so stark darauf, dass du eben die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung mitbringst, also das ganz klassische Abitur. Dann ist natürlich wichtig, was hattest du für einen Schnitt damals? Und auch wenn dieser Schnitt nicht besonders gut ist, kann es eben sein, dass dir Wartesemester angerechnet werden, falls du irgendwie zwischen dem Schulabschluss und der Ausbildung irgendwie ein halbes Jahr nichts gemacht hast oder so, dann ist es in der Regel ein Wartesemester. Das heißt, da einfach mal dich wirklich informieren und auch gar nicht denken, ja, ich habe irgendwie ein Fachabi mit 2,3 oder ich habe ein allgemein Abi von 2,3, da komme ich ja nirgends an eine gute Uni. Doch, hier in dieser Liste, wo ich schon mal ein Video zu gemacht habe, da wirst du auf jeden Fall einige Universitäten und Hochschulen finden, wo du wahrscheinlich gute Chancen hast, reinzukommen. Ansonsten gibt es auch immer einige Alternativen, wie zum Beispiel die WU Wien, wo du am Ende des Tages, ja, sage ich, egal, was du für eine Note hattest im Abitur. So, das ist der erste Punkt, da wirklich darauf achten, wo du studierst. Der zweite Punkt, den du beachten solltest, ist bezogen auf das Thema Noten. Und das ist ein ja, zweischneidiges Schwert sozusagen, was ich immer beobachte bei den Leuten, ist A, sie haben den großen, großen Vorteil, dass sie eine viel bessere Arbeitsmoral mitbringen als die meisten normalen Studienbeginner, die nach dem Abi anfangen, weil machen wir uns nichts vor, das Abitur ist ziemlicher Kindergarten im Vergleich mit dem späteren Studium. Und wenn du allerdings schon 3 Jahre eine Ausbildung gemacht hast in einem großen Industrie, kommt natürlich darauf an, wo du die Ausbildung gemacht hast, aber in der Regel beim großen Industrieunternehmen, Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hela Bar, bei der Sparkasse, bei der Volksbank, bei der Deutschen Bank, wo auch immer, dann hast du einfach eine deutlich andere Arbeitsmoral, weil du quasi wirklich mal diese 40, 50 Stunden, Wochen gearbeitet hast und es viel mehr wertschätzt, dann auch wieder in ein Studium reingehen zu können. Und weil du auch mal, sage ich mal, ein bisschen Blut geleckt hast, du hast Arbeitserfahrung gesammelt, du weißt, du hast den Ernst der Lage erkannt, gehst du in der Regel deutlich strukturierter, deutlich motivierter ans Studium ran als Abiturienten, weil die den großen Fehler haben, dass sie den Ernst der Lage zu spät erkennen. Ja, beispielsweise ist es super problematisch teilweise mit Leuten, die ein ziemlich gutes Abi gemacht haben, dass sie beispielsweise sich auch wirklich mit der richtigen Ernsthaftigkeit mit ihrem Studium beschäftigen und wirklich auch alles dafür geben wollen, Bestnoten zu erzielen und Top-Praktika zu bekommen. In der Regel
nehmen das viele Abiturienten, die direkt mit dem Studium anfangen, irgendwie zu locker und sagen so, oh, Studium muss man doch genießen, etc. Und dann im fünften Semester wachen sie auf und haben sich eben gewisse Chancen verbaut. Und das bringen eben Leute, die schon mal reale Arbeitserfahrung gesammelt haben, in der Regel nicht mit, diese Nachlässigkeit. Das heißt, da hast du einen großen Vorteil. Den Vorteil musst du jetzt allerdings auch richtig ausspielen, weil der Nachteil ist, du kommst halt nicht direkt aus dem Abi, du hast jetzt nicht noch Algebra und so weiter, für Mathe-Abi frisch im Kopf, sondern in der Regel hast du quasi das ganze Schulzeug seit 2, 3 Jahren nicht mehr gehört. Und da kann es eben schnell passieren, dass du im ersten Semester irgendwie den Anschluss verlierst, weil du nicht mehr so drin bist in der Lernerei. Das heißt, da musst du wirklich darauf achten, dass du dir die richtigen Systeme schaffst, dass du die richtigen Techniken anwendest, damit du wirklich auch von Anfang an im Studium Bestnoten erzielst. Und das, dieses von Anfang an Gas geben, führt mich dann auch zum dritten Punkt, den du als Ex-Azubi sozusagen beachten solltest, wenn du BWL studierst. Und zwar ist das, dass du durch deine 2,5 bis 3-jährige Berufserfahrung einen ziemlich großen Vorteil hast für dein erstes Praktikum. Also jetzt nicht riesengroß, aber fürs erste Praktikum, auch wenn deine Arbeitserfahrung, sage ich mal, Bankausbildung, Industrie, Kaufmann, whatever, auch wenn die jetzt vielleicht nicht ganz spezifisch relevant ist für ein M&A-Praktikum, für ein Consulting-Praktikum, es ist trotzdem relevante Arbeitserfahrung. Je größer dein Konzern oder je größer das Unternehmen, bei dem du die Ausbildung gemacht hast, desto besser in der Regel. Aber es ist eben wirklich relevante Arbeitserfahrung. Und wir können das so gut in der Bewerbung einbauen, im Lebenslauf, im Anschreiben, dass du eben deutlich leichter zum ersten Praktikum die Einladung bekommst, um da im Interview zu überzeugen. Weil wenn du dich vergleichst mit einem Abiturienten, der quasi nicht diese Ausbildung gemacht hat und sonst alles ist gleich, hast du einen viel längeren Lebenslauf. Wir können da schön 4, 5 Bullets in deinem Lebenslauf ausfüllen. Du musst natürlich wissen, wie das funktioniert, aber das können wir dir alles zeigen. Und dann hast du quasi einen 1A Lebenslauf, 1A Anschreiben, kannst auch schon viel besser quasi deine Motivation und so weiter rüberbringen. Das heißt, du hast einen großen Vorteil für dieses erste Praktikum. Das heißt, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, dann anfängst zu studieren, würde ich auf jeden Fall dir sehr stark raten, richtig Gas zu geben und möglichst früh entweder einen Werkstättenjob zu bekommen oder nach dem ersten, spätestens nach dem zweiten Semester, ein erstes relevante Praktikum zu absolvieren. Weil nach dem dritten, vierten Semester kann jeder ein erstes Praktikum bekommen. Wichtig ist halt, dass du dir möglichst früh diesen Vorteil schaffst, dass wenn die anderen ihr erstes Praktikum machen, du schon ein zweites oder ein drittes Praktikum machen kannst. Und da hast du eben einfach einen Vorteil, wenn du, was natürlich overall ist es schon besser, wenn du direkt mit dem Studium angefangen hättest, sozusagen nach deinem Abi. Also es würde sich mehr lohnen, diese 2 Jahre Berufserfahrung, die eine Ausbildung dir bietet, nicht vorm Studium zu sammeln, sondern lieber direkt einen Bachelor zu machen und dann 2 Jahre Gap Year zu machen mit lauter Praktika. Da kommst du overall weiter. Aber du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Das heißt, du startest ins Studium rein mit Berufserfahrung, dann nutzt sie, um so früh wie möglich Praktika zu bekommen. Das heißt, das sind die 3 wichtigsten Punkte, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du da einen kompetenten Partner an deiner Seite haben möchtest bei diesem Weg und das auch wirklich ambitioniert angehen möchtest, da jetzt nichts dem Zufall überlassen willst, sondern wirklich sagst, ich möchte alles rausholen aus dem Studium, wenn ich da schon Gas gebe. Und das weiß ich eigentlich, dass das viele Leute machen wollen, die davor eine Ausbildung gemacht haben. Dann bewirb dich gern mal auf die kostenfreie Status Quo-Analyse bei uns auf pumpkincareers.com, weil wir dir da genau zeigen können, wo du gerade stehst, ne, wie dein Profil auch einzuordnen ist mit anderen Leuten sozusagen, die ähnlich weit wie du im Studium sind oder kurz vorm Studium sind. Und wir können dir dann zeigen, okay, du hast die und die Ziele und dann zeigen wir dir auf, mit diesen und jenen Schritten kommst du mit maximaler Wahrscheinlichkeit an dein Ziel. Wir zeigen dir dann auch, wie das mit einer längerfristigen Zusammenarbeit bei uns aussehen würde in einem unserer Coaching-Programme. Ne, bekommst du alle Infos, die du brauchst, um sagen zu können, ich will den Weg mit euch gehen oder ich möchte den Weg alleine gehen. Aber dass du einfach weißt, was alles für dich möglich ist, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich da, wie gesagt, auf die kostenfreie Status Quo-Analyse zu bewerben. Das ist direkt der erste Link hier unter diesem Video. Gerne raufklicken, damit wir da alles rausholen können. Und ansonsten schreib mir gern auch deine Fragen unter dem Video in die Kommentare und lass natürlich einen Daumen hoch, wenn dir das Ganze gefallen hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.